Und willkommen zurück zu Skyrim und den Abenteuern von Shani und Lydia. Wir sind zurzeit im Rift unterwegs, um ja Ulfric ein bisschen zuzusetzen. Und deswegen werden wir jetzt hier mal rauspeitschen. Maul umgehen. Huch! Oh, wir können hier auch noch was verkaufen, sehr schön. Wir können hier verkaufen. So many refuse to talk. Take a look. Take a look, Akari. Also erstmal mal ein paar Potions loswerden. So, Food. So. Hm. 20% ist schon nice. So, Weapons. Misk. Dragonbone, no. Plate, yes. Okay, Books. Tomo! Arigato! Gozaimasu! So, dann jetzt in die Richtung peitschen wir jetzt in dieser Folge. Zu dem Imperial Lager. Okay, kann man echt nicht aussuchen. Ist ja doof. Das ist ja doof. Das ist ja doof. Naja, kann man nichts machen. Müssen wir damit leben. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Lydia, kämpfst du mit denen? Potions. Oh nein! Alter, der Spriggan. Huhuhuhuhu.
Irgendwas haben wir hier noch. Wieder so ein übernommenes Wildtier, wa? Oh nein, schon wieder ein Ammerfuchs. Oh. Lauf! Lauf! Oh shit. Komm her! Be punched! Oh, oh, oh. Alter Falter Verwalter, ja. Da sind wir doch echt in so einen Grove reingelaufen. Irgendwo ist jetzt hier noch ein aggressives Tier. Den müssen wir uns auch noch schnappen. Sonst kommen wir nicht mehr aus dem Kampf raus. Gut gemacht, Lydia. Jetzt sollten wir eigentlich alle erwischt haben. Oh nein, da sind noch mehr. Oh Gott, dammit. Oder haben wir irgendwie einen Debuff? Aber eigentlich nicht, ne? Ja, Stamina reduziert, aber ansonsten. Hm. So, jetzt aber endlich mal hier. Oh, da ist schon wieder was Feindliches. Alter Falter. Wir hätten den Grove wahrscheinlich nicht angreifen dürfen. Ohne Spinne. Some battles never stop. Ja, warte mal, die Alchemistenhütte können wir ja auch aufdecken, wenn wir schon mal hier in der Nähe sind. Oh ne, ist gar keine Alchemistenhütte. Ist irgendwas anderes. Ach, der Redwater Den, okay. Damit werden wir auch noch irgendwann zu tun haben, wenn wir das Dings-DLC machen, das Dorngard. Nee. Doch, Dorngard. Das Dorngard DLC war das. Wir können auch mal wieder abspeichern, fällt mir gerade ein. Nach dem ganzen Gefeite wäre das schon ganz praktisch. Hallo? Wo ist die andere Spinne? Komm
Mal weg da, Lydia. Okay. Dann ist sie halt durch die Welt gefallen. Wurscht! Ja, ja, ja. Fuck. Okay. Sind wir jetzt hier einmal im Kreis gelaufen oder was? Ich wollte doch um genau diesen Turm eigentlich rumgehen oder um diese Burg. Ah, ist egal. Bo, 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 bo. Da gibt es nämlich auch eine Radiant-Quest oder einige Radiant-Quests für. Und eine Fest-Quest, die direkt vor der Burg startet. Aber da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Hallo, Bunny. Oh, habt ihr das gesehen? Da war gerade ein Puff-Puff da auf der Brücke. So eine lilane Explosion war da. Wow! Ich glaube, wir haben keine Potions mehr, ne? Ja. Oh! Oh! Ja, somebody help me! Wo ist Lydia? Gute Arbeit, Lydia. Schon wieder ein von der Dark Brotherhood. Die haben es aber auch auf mich abgesehen, die Schweinehunde. Und der war das, der sich da auf der Brücke getarnt hat, würde ich sagen. Books. Bla 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 bla. Okay, hat sich hier nichts geändert. Okay, immer noch der gleiche Text. Achso, da, das ist ein Schatzsucher da unten. Puh, ja, wir brauchen echt mehr Lebenspunkte. Ah, ist das schön hier. Alter Fuchs, okay. So schön hier. Oh, hello. Boah, alter Falter. Was ist denn hier schon wieder los? Well. Gut, dass Reuter da am Weg sind. ja. Ah, wir sollten bald da sein. Oder können wir das hier kurz noch aufdecken? Ohne dass wir die Banditen alarmieren, die hier sind. No.
Oh fuck. I doubt that. Ich wollte die doch jetzt nicht angreifen. God damn it. Das ist alles Mana. Zeit meine ich. Ja, hier kommen wir hin, wenn wir Ethereum Wars Questreihe machen. Hört ihr das? Irgendwo hört man da irgendjemanden, der auf dem Amboss rumhaut? Also das ist wahrscheinlich das Lager, ja. Gut, dann kann ich auch gleich wieder was verkaufen. Hello. Take a look. Take a look. I want to sell shit. Many shits. Oh, oder auch nicht. Das war ja eher unspektakulär. Shave, shave. Gucken wir mal, was die gute Rickett für uns. Oh. Für uns zu tun hat. Something to report? The General and I have our disagreements, but he's the best hope. You're going to Riften. Yes. My spies report the Jarl's steward Anuriel has arrangements with the Thieves Guild that would be rather embarrassing if made public. I need you to find evidence of her corrupt activities and use it to gain a measure of her cooperation. This will require stealth and discretion. The Jarl's guards won't take kindly to anyone rummaging through her steward's private quarters. I will get the proof. Good. And I can always count on you, can't I? Well, I wouldn't be so sure about that. Ja, und da wir jetzt nur noch 10 Minuten haben, werden wir da jetzt nicht wieder zu Fuß hinlaufen, sondern fast trappeln. Ich würde das nämlich doch gerne noch machen in dieser Folge. So, Muffel. Drache. Wir müssen was gegen den Drachen machen, der da gerade gebrüllt hat. Oder auch nicht. Oh yes. Halt, falsche Seite. Komm runter! Aue! Ungünstig. Fick. Yeah, ride the dragon. Cool.
Ja, das ist nicht ganz richtig. Wir müssen eigentlich auf seinem Kopf sitzen, um das zu machen. Oh, oh. Nein! Nicht im Boden verschwinden! Oh. Okay, er dreht sich wieder raus. Dragon Soul Absor. Mjoll, du hast da ein Problem. Du bist ein wenig kopflos. Okay. Oh, Mjoll. Was ein geiler Bug. Skyrim, Mjoll, Headless. Have our scouts come up with any information on these reports of dragons? No offense, but you're not looking so good. Logan supposedly involved a dragon. It killed several soldiers. Welcome to Rifted, former Thieves Guild. I want you to speak with the city guard. Make sure there's a contingency plan in effect in case Riften falls under attack. Yes, my lady. I've also taken the liberty in preparing a private carriage. Just in case. There's fine steel at the Scorched Hammer if you fancy a new blade. If Riften should fall, it's only right that its leader be spared. Nope. You're trespassing here. You'd better clear out. Oh, wir sind auch falsch. You're trespassing here. You'd better clear out. I have to wonder. What does the Dragonborn do once he's been summoned by the Greybeards? Can the Thum be taught, like any skill? Ah. Okay, Shabai Shan, und da werden wir erstmal den Brief lesen, bevor wir da irgendwie was machen. Dearest Anuria, the Jarl has shown great wisdom in choosing you as her steward, a position well befitting your character as it demands great cunning, grace, and, shall we say, a talent for performing one's duties forcefully, effectfully, and discreetfully. Discreetly. You may have become an important asset to our operation. I trust you found the dress accompanying this letter to your satisfaction. Remember, as I flourish, so too will my friends. However, I wish to remind you of your pledge to prevent Herningbrew deliveries from entering the city. I am also still waiting for the detachment of city guards to escort my merchandise. I understand it can time navigating around the delicate sensibilities of your mistress, the great Lila love giver, but really, I've waited long enough. Provided you continue to serve my interest, I will continue to look after yours. I'll be hearing from you soon. Ist das nicht falsch geschrieben? Müsste Will hier nicht ausgeschrieben werden? Ah, ist egal. Marvin. Maven? Oh, sie wurde von Maven. Speichern? Oh, warte mal, wir haben doch eine Lockpick-Kette, ne? Apparel. Yeah. Nice! So, Shave. Welcome to Mistvale Keep. I'm Jarl Layla's steward, Anuriel. I suppose you're here to extort something from me? Is that it? Well, what is it you want?
You rebels are doing a fine job destroying yourselves. Soldiers running errands. So, you're an Imperial spy. Interesting. I have no strong love for the Stormcloaks, but I can't say I'm all that fond of the Empire either. This war of yours makes it difficult for a resourceful woman to advance her interests. Perhaps we can find a way for both of us to prosper from this unfortunate discovery. Well, what kind of agreement did you have in mind? What if I told you about a large shipment of gold and weapons? Go on, I'm listening. Oh no, I'm no fool. You'll learn what you need to know once we've come to an agreement. All right, it's a deal. Where can I find the shipment? They're taking it by wagon to Windhelm. If you hurry, you'll catch them before they get far. It'll be a fairly slow-moving caravan. The shipment is quite heavy and guarded by many men. Now let's pretend we never had this discussion. Very well. You're welcome in Riften. As long as you continue to obey our laws. You're trespassing here. Shut your face. So, lass mich mal fix gucken. Ja, zeittechnisch. Local Map aus. Da werden wir mal wieder hier noch wieder zurück. You cannot when enemies are nearby. Oh Gott, wieder Vampire. Das ist diesmal ein Dieb. Manchmal kann man, werden hier auch Diebe von den Wachen angegriffen. Aber diesmal scheint wieder Vampire. Deine Mutti. Wo ist denn... Das war bloß ein Thrall. Irgendwo muss hier auch ein Meister gewesen sein. Sorry, I'm afraid I can't help you much right now. I'm currently in mourning. I'm so sorry. Huh. Normalerweise ist da immer noch ein Vampir mit dabei. Naja, dann halt nicht. So, jetzt aber. Okay, gut. Out of my way. So, und bevor wir die Quest abgeben, werden wir mal die Folge beenden, weil ich glaube, danach triggert das, dass die Patrouille, dass der Transporter lospeitscht. Also, sag ich mal, an der Stelle, Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye!